Lockdown bedeutet, dass man nur noch in den eigenen vier Wänden sich aufhalten kann. Es ist eine Ausnahmesituation und der Film ist sehr spannend, wie plötzlich die Töne so wichtig werden. Man erfährt das Leben der Nachbarn nebendran, Kinder, die schreien, wie auch immer. Ein Lebenspaar, das sich streitet. Und das war für mich ein wichtiger Leitgedanke im Film. Film aus audiovisuelles Medium, also ganz fest auch mit den Tönen etwas erzählen. Ganz ein wichtiges Merkmal vom Lockdown sind für mich das permanente Nachrichten schauen, Nachrichten lesen, weil ich ja gar nicht gewusst habe und immer noch nicht weiss, was ist der Virus, was für Folgen hat der für uns, für die Schweiz, für die Welt, für jeden persönlich. Und darum ist auch das Element von der News bei mir im Film drin, weil das verfolgt mich ja bis um Mitte in die Nacht, Albträume, Aufwachen oder gar nicht mehr. Weil wir wissen vor lauter widersprüchlichen Aussagen. Wenn man nur noch in der eigenen Wohnung ist, dann kommen die Gegenstände, die einem umgeben, plötzlich ein Eigenleben über. Und ich weiss gar nicht mehr, ist das jetzt real oder ist das jetzt surreal? Ist das wirklich oder nicht? Gegenstände haben so eine magische Kraft und darum war für mich ganz klar gewesen, wie kann man das am besten darstellen? Mit Trickfilm, mit Animation. Und ich wusste, ich werde auf jeden Fall Animation benutzen, insbesondere Pixelation, um das Gefühl wiedergeben. Das Gefühl von, ist es wahr oder nicht, aber auch das Gefühl von der Sehnsucht. Ich glaube, die Sehnsucht war das Prägende, andere Menschen wieder zu sehen, wieder zu greifen und mehrmals zu packen. Drehen unter Corona ist recht herausfordernd, das sieht man da. Wir haben ja Distanz müssen einhalten, wir haben zum Teil auch mit Masken gefilmt, das ist der fotografische Beweis. Hat aber auch ganz grosse Freiheiten mir gegeben. Ich konnte mit einem ganz intimen, kleinen Team drehen, da mit dem iPad, die ganzen Animationsszenen, also insbesondere Stop-Motion mit Menschen, Pixelationen, zum Teil allein. Mit der wunderbaren Tänzerin Merit Schlegel. Aber um so Sachen können zu machen, hat mir der Luc Schädler geholfen. Dann Animation. Da braucht ja immer jemanden. Da braucht man jemanden, der druckt und jemanden, der Gegenstand bewegt. Und wir haben auch stumm gedreht. Und das hat uns wunderbare, schöne Freiheiten gegeben. Die Filme mussten ja ganz schnell fertig werden und ich würde sagen, dank dem Lockdown hatte ich ein wunderbares Team, das auch am Wochenende geschafft haben, die nicht in den Ferien waren oder an irgendwelchen Filmpremieren oder sonst Sachen. Und darum ist Marina Wernli mit mir in Schneidraum gekommen, wo wir uns Mühe gegeben haben, mit Abstand zu sitzen und leider haben wir nach dem fertigen Filmschnitt nichts ziehen können. Peter Präger hat dazu ein Sounddesign gemacht und wegen diesen Sicherheitsvorschriften habe ich ihn leider nicht im Studio besuchen, sondern wir konnten telefonieren. Und ganz am Schluss hat Patrick Linnemeyer in seinem Studio an einem Sonntag auch die Bilder veredelt. Das heisst, das Lockdown hat also seine positive Seite gehabt. Alle Freunde und so sind herum und haben Zeit mir geschenkt.